So, was nehmen wir denn? Ah ja, das ist fantastisch. Warte, halt still. Oh, ja, das ist gut. Und warte, papp. Oh ja, oh, wow. Mehr, noch ein bisschen was. Warte, zack. Zack. Oh. Ja, jetzt in den Kampf. Herzlich willkommen zu In die Tonne. Heute mit einem fantastischen Spiel. Arps, denn Arps, Tierrechte sind uns wichtig. Das ist, wenn man zu viel Limo getrunken hat. Arps. Da kommen diese Titel raus. Wir müssen, Nils, wir müssen reden. Also, es ist, als hätte jemand ein Bild gemacht, nur für diese Show. Ja. Damit wir da eine halbe Stunde drüber reden Vermutlich können. Vermutlich ist es nur ein Bild. Ja, aber es ist, da ist alles richtig. So würde ich, wenn ich 10 wäre, auch meine Dinosaurier ausstatten und meinen King Kong. Ich liebe das. Worüber wollen wir zuerst reden? Sind es die Armbrüste auf den Schultern? Definitiv. Oder der Raketenwerfer in der Hüfte? Ich finde es schade, dass die Armbrüste nicht auf den Brüsten sind. Dann wären es Armbrüste. Armbrüste, genau. Da hat jemand offensichtlich nicht den Wortwitz, den du hast. Und dann haben wir noch hier Hörnerchen. Zwei Pterodactylys. Heißt die so? Ja, ist richtig. Und dann natürlich den T-Rex mit den Spinnenbeinen. Ich muss aber sagen, das ist so ein bisschen so wie Mini-Playback-Show früher. Wenn die eine geht in die Umkleide, kommt einfach fast genauso raus wie vorher auch, hat nur irgendwie so einen Hut auf und der andere wird einfach komplett Makeover. Und der T-Rex hat sich gedacht, oh geil, ich pack mir Spinnenbeine, aber auf dem Rücken. Und das reicht schon. Und der andere hat sich einfach komplett aufgemotzt. Manchmal ist weniger mehr. Jetzt sehe ich ja, der hat ja sogar so eine Wolverine-Kralle. Ja. Die andere aber nicht. Nee. Wir haben nur eine. Nee, wir haben nur eine im Lager. Reicht mir, dass die linke ist die Halt-Festhand und die rechte ist die. Ja. So. Krabschhand und die Stechhand. Der braucht halt nicht mal seine Armbrüste einsetzen. Der haut ihm jetzt einfach diese Wolverine-Hand ins Gehirn. Ich würde auch, mein Geld wäre auf jeden Fall auf dem Affen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Der hat eigentlich schon gewonnen. Und ich glaube, die beiden Pterodactylien sind die Kommentatoren wahrscheinlich. Kommentatoren und Kameramänner. Ja, ja, da würde ich mich aber auch aus der Entfernung nur nähern. Ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel uns jetzt gleich bringt. Ich nehme an, es wird ein Animal Revolt Battle Simulator werden. Ich freue mich irre drauf. Lass uns die Campaign starten, oder? Ja, komm mal raus. Da bin ich ja richtig, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit werden die Spiele eher gut. Okay, komm. Wow. Machen wir direkt mal das Tutorial, oder? Alter, 10 Tutorials! Okay, ich verstehe, was das ist. Ja, du setzt die Viecher jetzt zusammen und dann kämpfen die gegeneinander. Ich kenn diese Battle-Simulatoren. Aber ich habe nicht gedacht, dass es sowas ist. Ich dachte, man kann die steuern. Er muss eine Einheit auswählen, wahrscheinlich unten links. Achso, es sind ohne Ziel. Ah, nö, gibt keine. Okay. Was? Vielleicht musst du auch einfach nur Start drücken. Ich weiß es nicht. Ja. Gehen Sie zum Hüpfchen. Yeah, victory! We made it! Sind das Menschen? Ich glaube. wie die Beine sie quasi so tragen und sie fast schon sich nach hinten beugen müssen, weil es so schnell geht. Die wackeln und fallen alle gleich um. Yeah, victory! Okay. Also als allererstes nimmt man natürlich den gefährlichsten. Wir wissen natürlich alle hier, das ist der Tyrannosaurus. Das könnte ein Allosaurus sein. Ein Stegosaurus und Triceratops. Triceratops. Er müsste natürlich zuerst. Oh. Aber hier sehen sie eigentlich alle gleich gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Aber der ist doch blind! Alter, guck mal, da steckt doch alles noch so drin, ne? Oh, er geht da! Ja. Wow! So war das. Im Grunde ist das eine originalgetreue Nachbildung, wie das damals war. Das war nicht so schlecht, ja. Eine Million Jahre. Als die Steinzeitmenschen die Dinosaurier ausgerottet haben und dann hinterher jetzt auf dem Asteroiden geschoben haben. Ich weiß noch genau, als Ugo Grunz und Brackmore, als sie den letzten T-Rex geschlachtet hatten und dann so das Gespräch. Ich sag mal, war das der letzte? Ey, wir sagen einfach, es wäre ein Meteor gewesen. Ja, okay, komm, warte, lass uns mal hier oder so in die Höhlenwände so ein Meteor einzeichnen. Genau, schnell. Schnell. Fake News aus der Steinzeit, ja. Das finde ich super. Ja, man weiß es nicht, es kann sein. Wenn man die Source hat reindrückt, kann man Zeitlupe machen. Oh, der Allo geht down. Also, wie der down geht, finde ich ganz gut. Mhm. Das ist ja, also, ich habe erwartet, dass sie einfach nur umkippen, aber die fallen so schön auf die Schnauze. Oh, der kann gar nichts ab, Stegi.
Und der muss aber eigentlich was abkönnen. Der ist gepanzert. Der müsste eigentlich der Beste sein, ne? Ja. Nee, ist genauso schlecht wie alle anderen. Da kann man jetzt aber ein kleines Fest feiern. Ey, aber es ist vielversprechend. Ich glaube ehrlich gesagt, dass uns das Spaß machen wird. There's a little piggy hidden in these buildings. Ich glaube, der Entwickler quält einfach nur gerne Tiere. Da, nee? Ja, nee? Ja, da ist doch was. Das ist kein Schwein, das ist eine Keule. Schweinekeule. Ja, aber ich denke, das wird schon sein. Aber was sollst du jetzt machen? Sollst du jetzt da reinschießen? Nee, ich soll es erstmal finden wahrscheinlich einfach nur. Ja, ich sag dir, das war das doch schon. Ja, aber das war doch kein Schwein, das war eine Keule. Ja, du nimmst das jetzt viel zu wörtlich, Mann. Die haben, glaubst du, die haben jetzt da haben sie ein Schwein und haben sie Rind reingestellt und dann Huhn? Ja, aber ist halt einfach, da ist ein riesiges rotes Ding drumrum. Ach so, warte mal. Das ist ja wirklich ein Schwein. Weißt du, was ich dachte von hier, das sieht doch aus wie eine Keule. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Ja, naja, in den richtigen Händen kann ein Schwein zur Keule werden. Ja, es wird früher oder später immer zur Keule werden. Aber du siehst, was ich meine, oder? Also je weiter man rausgeht, desto mehr sieht es doch aus wie so eine Ork-Keule. So, je älter, desto Keule. Okay, und jetzt müssen wir. Das ist doch nur einer. Ah, da einfach, ist er. Und er ist weg. Jetzt mit dem Jetpack da reinfliegt, aber warum? Weiß nicht, ich finde, Jetpacks machen es auch ein bisschen unfair. Oh, siehst du? Hör ihn. Ah, ah okay, ach, das so ist ein Raketenwerfer! Okay, das ist weird. Also du musst mit Tab, falls du es auch gleich spielst, wenn du Tab drückst, wechselst Kamera. Du so Kamera und wenn du Tab wechselst, machst du die Maus. Und irgendwas kann man noch mit der Leertaste machen. Aha, du kannst also für 1000 Dollar kannst du prähistorische Tiere kaufen. Okay, das ist fantastisch. Und die müssen gegen diese Ugas da kämpfen, oder was? Ich sehe halt überhaupt nicht, was die überhaupt haben, dieser so ein die haben so eine Teigrolle haben die in der Hand. Ah hier, Unit Creator. Ancient Humans, Modern Humans. Bold Billy, Angry Joe, Slow Mo, Crossbow, Aniko, Suicide Sue, Commando Bro. Nee, Commando Bo, sorry. Bro hätte ich besser gefunden. Und Rocky. Und Ancient, guck mal hier, das ist doch geil. Archie the Archer. Nee, komm, also, ich glaube, allein schon wegen den Namen werden es die lustigeren. Aber ich sehe schon, ich befürchte, du nimmst es jetzt hardcore ernst. Und wir sehen uns in 10 Stunden wieder. Wie viel Geld haben wir noch? Du hast noch super viel, oder? 150 hast du erst ausgegeben, glaube ich. 160. Are you ready? Okay, was hast du denn gemacht? Lass mich erst mal gucken, ob du auch hier die Scheiße gebaut hast. Oh, das hast du schön gemacht. Ich habe die Flanken gesichert. Ja, genau, so einen schönen Halbkreis. Einen Schutzhalbkreis um die Bogenschützen. Und dann die Pferde einfach nur, um über die Leichen drüber zu reiten. Also quasi um die unter Druck zu setzen. Um in den Angriff überzugehen. Und du hast sogar noch, finde ich sehr gut ökonomisch, du hast gespart. Wir haben noch 750 für die Siegesfeier. Haben wir noch 750 übrig. Ja. Bist du ready? Okay. Let's go. Hey! Oh, wow! Absolut gnadenloser Sieg. Oh, guck mal, der eine haut sogar aus der Map raus. Ich liebe das Spiel. Okay, sammel die Waffe auf und schieß die beiden Typen ab. Ach, jetzt kannst du sogar steuern, es wird dir immer besser. Okay. Das ist natürlich, also es ist exakt so präzise, wie man sich das vorstellt. Oh Gott, Shift to Walk und. Oh Gott, das wird wahrscheinlich jetzt richtig unangenehm. Was? Cro-Magnon-Mensch? Nein, ich. Heißt der nicht Cro-Magno irgend sowas? Cro-Magnon. Und hier ist er halt aus Chrom. Da steckt ein Witz drin. Aber das passiert halt, wenn ich es übernehme und nicht du. Hui. So. Also, jetzt will ich aber auch langsam mal das richtige Spiel sehen. Ich auch. Die Ungeduld des Simon K., sie ist maßlos. Na komm, das hast du schnell. Tapir! Nee, Schwein. Oh nein! Sie werden immer mehr. Nils, du hast keine Chance. Ich glaube, die wollen, dass du auch mal die Waffe wechselst oder so. Da ist irgendwo ein Nest. Schön, guck mal, es werden immer mehr. Nils! Du hast keine Chance. In Bewegung bleiben. Hier ist tatsächlich das Nest. Es geht, glaube ich, wirklich nur darum, dass ich die Waffen wechsle. So stelle ich mir eine Safari vor.
Victory! Das Nils-Pferd, komm. Einfach. Attach some weapons. Was, ach so, der kann ja auch noch. Oh ja, das ist so geil, ich liebe es. Ja klar, warum auch nicht? 500. Ja, Simon, das ist mein Lieblingsspiel jetzt. Ja, ja, ich glaube, ich merke schon. Nur eine Machine Gun an die Seite, fantastisch. Alter, ich würde aber auch auf die andere Seite, ja, aus ich, der also, Symmetrie. Wie kann ich denn jetzt nochmal das war Tab, ne? So. Ja. Ey, das ist ja einfach fantastisch, Simon. Das ist, wie auch immer das ausdrückt, wird befördert. Ich muss sagen, das Titelbild hat nicht gelogen. Da passt sogar noch was auf das Nilpferd drauf. Auf jeden Fall. Warum sollte man sich mit einem Raketenwerfer begnügen? Oh, ach, das war schon. Geld mehr, wir haben kein Geld mehr. Okay, das ist fantastisch. Oh, ich freue mich auf den Kampf. Mal ein bisschen näher rangehen, das Ganze aus der Perspektive des Nilpferds verfolgen. Aus der Siegersperspektive. Die ja, und Karl Keule kann da noch eh nicht viel machen. Was will der? Der kommt nicht mal, ich wette, der kommt nicht mal über die weiße Linie. Alter, einfach niedergeramst. Alter, das ist das. Ey, das ist ja immer. Nee, das ist mein Lieblingsspiel jetzt. Das ist ja einfach nur großartig. Ich bin in Liebe mit diesem Spiel. Jetzt deine Freude ist meine Freude. Okay, und jetzt machen jetzt wir. Jetzt geht's los, ne? Campaigns, Rise of the Apes. Was sind denn das? Archer oder was? Okay, ja, die haben natürlich einen guten Platz da oben auf dem Dach. Das heißt, du brauchst was, um also die Hütten in die Luft zu jagen. Ja. King Kong, Knockout Artist Gorilla, Berserker Gorilla, Projectile Gorilla. Kann man die noch ausstatten? Nee, ne? Scheinbar leider nicht. Ist im Moment erstmal nur Handarbeit. Bisschen ein paar Ziele und dann müssen wir die überlagern an einer Stelle. Probieren wir mal aus. Ja, aber du hast ja nur die billigen 6-Dollar-Gorillas jetzt genommen. Ja, einen riesigen. Stimmt, du könntest theoretisch den großen natürlich steuern. Ne? Guck mal! Wow! Was? Was ist hier passiert? That dude's back whale. Haben die einen Raketenwerfer? Die haben Raketenwerfer oder Steine oder was? Oder ist es ihr Code? Versteinerter alter Code. Das ist der Code! Oh, aber der riesige Harambe ist tot. Das haben die sich wirklich anders vorgestellt, nehme ich an, die Archers. Das glaube ich aber auch. Guck dir den einen an. Der kann nicht schießen, aber jetzt rutscht, der rutscht, der rutscht. Da, komm, noch mehr, eigentlich muss er muss hinten runterfallen. Oh, das kann lange dauern. Naja, der jetzt versteckt komm, sich. Ja, jetzt, oh, oh, jetzt, jetzt. Jetzt komm, er will nicht. Nein, er lebt noch, das gibt nicht. Er versteckt sich einfach unter dem Geröllhaufen. Das gibt's doch nicht. Er steht wieder auf! Er ist der einzige Überlebende. Er ist der Prophezeite. Oh, ah, jetzt wartest du! Er hat original okay noch jemanden erwischt. Ey, wenn er jetzt war's das. Und tschüss. Aber er ist für mich ein Held. Er ist, ne? Er ist ein Held. Es macht wirklich echt Bock. Okay, wir haben einen neuen. Shatterilla. Oh, 200 hast du noch. Und dann müssen wir die Flanken hier ein bisschen schützen. Die haben dir zu viel Geld gegeben, Nils. Ja, das, ist, wenn man, zu viel Geld. Das ist, wenn man Generälen einfach irgendwie den Blankoscheck ausstellt. Brauchen wir wirklich 3 Morgenstern-Gorillas? Ja! Die haben noch gar keine Chance. Du bist hier General Forbid. Ja. Ah! Wow, oh, ich wusste das! Friendly Fire! Oh, und das war eine versteckte Armee. Ist ja so gemein. Das ist ja so geil. Ich hab's befürchtet. Da wird der Nils, ne? Da wird der arrogante Strategie-Nils. Ja, du hast. Ich hab gesagt, okay. Ich wollte noch weniger Leute. Ja, halt echt. Okay, aber jetzt. Aber jetzt musst du komplett alles neu denken, ne? Das klappt nicht. Allein die Tatsache, dass in dieser Hütte noch mal welche sind. Oh, das war mega dumm. Wird auch diesmal nicht klappen. Wir müssen neu anfangen. Das weißt Geile du, ist, Explosion, du musst deine Leute einfach woanders hin. Nee, ich habe meine Leute selbst in die Luft gejagt, merkst du das? Genau, ich meine, du musst die Großen irgendwie woanders hinstellen. Ja. Das ist aber auch bescheuert. Warum schießt ihr denn auf die eigenen Leute? So, und die Projectiles, die können wir mal hier hinten hinsetzen, dann haben die noch einen kleinen Weg. Ja, ist auf jeden Fall eine geschickte Strategie. 2 noch, ein mehr, ist kein mehr. Wie viel Geld haben wir noch? Kein mehr. Okay, mal gucken, was wir jetzt machen. Oh ja, die Shatterillas halten aber auf jeden Fall die Masse einigermaßen auf Trab. Und währenddessen können die anderen von außen schießen. Aber jetzt werden sie niedergerannt. Ja, aber wir haben noch eine Chance. Ah, ein Shatterilla prügelt weiter auf die Pferde ein. Da fliegen sie. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Die Husaren, oh, jetzt haben die Husaren uns einhusart. Oh ja, okay. Oh, das war ein wichtiger. Okay, jetzt. Nur noch, komm, mach doch nur noch schießt den einen. Das Pferd. Er wird da niedergetrampelt. Es war wirklich original einer.
Du hast im Grunde gegen zwei Pferde verloren. Ja, wirklich? So, jetzt müssen wir mal gucken, nee. Jetzt machen wir ganz ohne. Mal gucken, was die wirklich machen, diese einzelnen Affen. Ah, das kann doch keine Sau erkennen. Jetzt ist es wirklich einfach ein harter Zweikampf. Ja, ein Breikampf. Breikampf. Ja, ich find's krass, dass die Pferde loyal bleiben zu ihren Piloten und einfach knallt weiterkämpfen. Piloten? Wow. Alter, wir können so froh sein, dass Affen keine Morgensterne erfinden können. Halt echt. Das ist für die wie so ein riesiger Scheiße-Klotz, der wiederkommt, den du wieder immer wieder benutzen kannst. Ja! Wer hätte das gedacht? You made it. Guckst du dir auch, Alter, wie die aussehen? Ne? Alter, ey. Die schöne Schulterrüstung. Ich mag's sehr. Ey, das ist, ganz ehrlich, das ist nicht in die Tonne, das ist fantastisch. Ich wollte gerade sagen, die letzten zwei Spiele waren eigentlich Geheimtipps. In die Tonne entwickelt sich immer mehr zu einem Connoisseur-Programm für Freunde des besonderen Spiels. Ja, es sind Archer. Okay, das heißt, Archer gegen Archer würde ich mal ausprobieren. Wir können Archer gegen Archer machen, okay. Also das wäre zumindest fair. Oder dann halt so ein Chatterilla vielleicht noch in die Mitte, der einfach mal aufräumt. Weil die können ja auch nicht schießen, wenn sie währenddessen mit einem Morgenstern bearbeitet werden. Okay. Wow! Scheiße, wieder der Friendly Fire. Ey, könnte man mit sowas nicht so ein Wettbüro starten? Halt echt. Stell dir mal vor, diese ganzen langweiligen Wettbüros, die das gerade mit Sport machen. Da baust du sowas auf und da können alle ihre Wetten abgeben. Und dann. Das ist wirklich, ey, ich liebe das. Ich bin richtig fasziniert. Also, wir haben die Projektilwerfer. Mhm. Und du musst irgendwie die beschäftigen, dass die Nahkämpfer rankommen. Aber die Nahkämpfer dürfen von den Projektilwerfern nicht beschossen werden. Vielleicht machst du irgendwie die Archer ganz hinten oder unten und andere oben oder so. Irgendwie, dass die sich nicht in die Quere kommen. Ja, das könnte, wir könnten zum Beispiel, also die sind mega schnell. Die sind halt richtig ran an die Bulette. Okay. Ja, wie eine Phalanx. Einfach so durch. Die sind so ein bisschen, das ist blöd, jetzt sind die zu weit weggetrieben. Ihr müsst euch auf, ihr könnt doch jetzt nicht wegpflücken lassen. Ach, die oben sind schon alle weg jetzt auch. Ja, jetzt kommt's. Ihr habt doch gar keine Chance mehr. Aber ich weiß, was das für war. Die, weil die aber auch scheiße sind. Die sind nicht smart genug. Ja, aber jetzt gewinnen wir. Ich weiß, wie wir es jetzt machen. Nein! Und machen einfach zwei Fraktionen, die kommen von beiden Seiten. Ah, dass sie eingekeilt werden. Ja, Keile mit Weile. Ja, pass auf. Keilen die von beiden Seiten ein. Das ist gut. Und dann können die hier nämlich auch nicht irgendwie. Warum gehen die jetzt auf den einen da oben, ey? Das ist einfach Dummheit. Ey, jetzt gehen die zu 8 auf einen. Ja, und dann müsst ihr euch auch nicht wundern. Die Haare an den Waden, sagen wir so. Guck mal, die sind da oben an dem Stein. Guck mal, wie dumm die sind. Ja, weil der eine einfach nicht sterben will. Das ist doch nicht deren Ernst. Und jetzt kommen sie erst. Oh. Wie geil das aussieht. Oh. Ja, jagen halt einen und das. Nee, das ist nicht fair. Oh, man leidet so mit seiner Armee. Guck mal, ey, so die haben doch diese, die haben richtig Artillerie-Reichweite. Dann machen wir das einfach so, machen wir das mal andersrum. Guck, ja, zack. Das war gut. Jetzt sind die Archer weg, aber dafür ist die nächste Welle, schnappt sich die Dudes. Die sind jetzt, ich glaube, das ist gut. Ja, das hast du geschafft. Wenn nur nicht die eigenen Leute wären. Ja, und Sieg. Es war aber ein teuer erkämpfter Sieg, auch mit Eigenbeschuss. Was passiert? Okay. Wir haben nur die. Die sind neu, oder? Skimi Tarilla. Die sind neu. Oh, geil, sind so Samurai-artige. Wow. Eigentlich ist es eine ganz gute Idee, dass man hier, dass die einmal schusslos werden, sozusagen. Ich fürchte auch. Skimi Tarilla. Ich glaube, das Schwert heißt so. Ich frage mich die ganze Zeit, wo diese Bezeichnungen her sind. Okay, Wow. Okay, jetzt. Oh, wow, hast du gesehen? Ja, die holen die da runter. Die saugen sich an die Gegner ran. Das ist ja Hammer. Ich hab Angst. Aber die da unten nehmen nicht mehr teil. Das ist mega dumm. Kann man sich in die reinmorfen? Naja, du brauchst irgendeinen, der das
Oh. Irgendein, der das. Okay, das ist dumm. Das hat das Spiel versaut jetzt. Grundsätzlich glaube ich, wir können alles nochmal probieren. Und, Haha, wie geil das ist! Guckt sie weg. Und sobald halt einer wieder in die Situation kommt, dass er da unten rumnuckelt. Ich muss sagen, ich finde das bisher die bedrohlichste Affenvariante, die dich mit so einem Seil ransaugt an ihre, in ihre Nähe, um dich dann zu verprügeln. Ja, aber das ist nicht lustig genug. Du brauchst einfach ganz viele von diesen Seilgorillas. Zurück in den Dschungel. Ah, siehst du, wenn du wegläufst, kommen die nach wieder vorne. Ja. Und dann kann man sie wegschnappen. Das ist der Trick. Yes, das ist der Trick. Jetzt haben wir sie. Yes! Ja! Ah! Das menschliche Gehirn, Simon, ist einfach so viel stärker als das nicht menschliche Affengehirn. Affengehirn. Affengehirne können gar nichts. Okay, komm, mal gucken. Die können ihr, wie heißt das, Pilum, die können ihr Pilum schmeißen. Ja, aber haben die endlos viele davon? Die sollten doch eigentlich nur eins haben. Okay, das wusste ich nicht, dass die. Ja, natürlich nicht, da gehst du ja auch nicht von aus. Vielleicht dann einfach endlos viele kleine. Oh, das tut ja weh, der erste Schuss. Ah, ja. Ja. Okay. Gute alte Wirbeltechnik. Aber nur um sich hauen. Oh, das wird aber eng. Es könnte eng werden, ja. Aber vielleicht. Vielleicht nee, das wird keinen Fehler, nee. Aber besser als eben. Fuck. Die Römer, ne? Deswegen waren die Römer so krass. Ich glaube aber trotzdem, dass es wird nicht klappen, glaube ich. Doch, klar. Guck mal, Alter. Es ist voll wie so ein Asterix-Movie. Oh! Guck mal, das reicht locker. Schön finde ich auch, dass die Hosen anhaben. Gorillas. Stahlhosen. Also, das ist Autoreifen. Ja, was dem einen dann Autoreifen. Victory! Ja, das Strategiegenie. Oh, der Gore-Hammer. Oh, der ist geil. Neu. Nur, oh, der 140. Oh, das war gut. Das waren wieder die Explosivaffen. Aber ja, die sind zu sehr. Er schmeißt den. Alter, der ist halt Tor. Okay, das ist halt einfach Tor, ne? Hammer! No! Oh. Er ist down. Und. Tanzen die? Nein. Nee, die stampfen. Weißt du, was ich lustig finde? Normalerweise haben wir hier eher das Problem, dass wir nicht mehr spielen wollen. Jetzt. Ja. Gibt uns die Regie schon einen Countdown, wann wir aufhören müssen zu spielen. Nein, das ist selten. Das ist fast noch nie passiert hier bei In die Tonne. Wir hören nicht auf. Ich meine, am Ende kann das jetzt auch mega in die Hose gehen. Aber ich glaube, das ist mal ein Versuch wert. Ja, sieht doch, ich finde das guter Misch. Eieiei, was ist denn da passiert? Okay. Oh, die stehen leider wieder zu früh auf, ne? Ja, und die Mitte war ein Problem. Oh, nee. Ja, okay, die Mitte, Alter, ist krass. Solange sie einmal werfen können, soll es mir recht sein. Weil die bilden ja so Horden. Mal gucken, was passiert. Zu viel Feind, zu viel Gegenbeschuss. Aber wenn sie jetzt noch einmal werfen können, ja. Ich glaube, das schaffen die. Oh, einer zu Weil die so lange brauchen. Ja, das ist die Kacke. Aber ey, das war lustigerweise eigentlich der bisher beste Versuch. Also, du hattest jetzt nur ein Einheitenproblem. Mhm. Wenn du weniger Werfies machst und dafür noch ein paar harte dazwischen, glaube ich, könnte das was werden. Noch zwei. Okay. Okay, die erste Reihe. Oh Mann, die eigenen Leute, Mann. Das ist scheiße. Ja, das. Du musst sie anders platzieren. Oder, naja, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Das war's. Alter. Dir ist alles egal, ne? Auf die eigenen Leute drauf. Es hält sie eine Weile auf, aber es reicht nicht. Ja. Das ist eine richtig schwere Geschichte. Was macht der? Da muss es doch eigentlich einen Multiplayer geben, eigentlich auch. Ja, ne, dass man so jeder seine. Ich würde auf jeden Fall gegen dich gerne spielen. Das wäre lustig. So, warte mal, ich habe noch 8. Ja, davon kriege ich tatsächlich noch ein paar davon. Vielleicht sind auch diese Affis insofern. Also die Poo-Schmeißer, mach einfach.
insofern vielleicht auch hinderlich, weil die werfen die so weit zurück, die Archer, aber die sind dadurch nicht tot, die stehen wieder auf und dadurch sind die so weit weg, dass unsere Nahkämpfer gar nicht mehr richtig an die rankommen, obwohl jetzt sind sie tot. Aber das sieht gut aus. Ja, fehlen so die Nahkampfeinheiten, ne? Das ja, ist aber so, das sieht gar nicht, wenn da jetzt ein vernünftiger, diese hängen am Baumstamm fest! Ach, ja, an den Knochen fest! Das ist super! Das ist perfekt! Das klappt! Oh, das hat Gold. Nee, aber da oben. Ah, ja, aber die sind so weit weg. Das klappt. Mach die jetzt alle! Wirf! Ja! Geil. Nice! Ja, habe ich gerne gemacht. Hammer! Das ist so, wie, weißt du, wenn du merkst, der Krieg ist verloren, so, dann kommt der nächste General. Wird schnell mit der Hut ausgetauscht und dann wird entschieden. Ja, das war jetzt natürlich Glück wegen dem Knochen. Nee, aber auch so war das gut. Gott, sehen die geil aus. Weißt du, ich würde gerne noch mal an den Punkt kommen, wo man die Dinos wirklich ausstatten kann. Oh, das da hinten sind ja auch, das sind Spinnen. Goro the Giant. Okay, geil. Da muss man eigentlich mal ausprobieren. Weil da hat er sogar mehrere Skins oder was? Da war gerade was, ne? Ah. Wow. Welchen willst du? Den blutigen in der Mitte, bitte. Wow. Okay, und dann wahrscheinlich ne, den Rest irgendwie mit, genau, Projectile. Ah. Ah, okay, da kommt tatsächlich diese gute Redaktylüten. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist, der wird ja überwältigt, ne? Da kann er ja nichts machen. Okay, das war ja nicht abzusehen, aber natürlich nehmen wir einen großen, nehmen wir. Und dann, wer ist denn noch? Wollen wir einfach hunderte kleine? Wir haben halt nichts gegen die Flugsaugier. Masse, pure Masse vielleicht, einfach mal schauen. Ah, nee, das ist zu, die sind zu mächtig hier, die Typen, oder? Ja, ich glaube auch. Ah, der Große hat keine Chance gegen die Flugdinger. Nee, ne? Weil der sich auch immer nur mit einem befassen kann. Oh, ist das mies. Nee. Pff, ich würde die Geheimwaffe der Scheißewerfer einfach nochmal ausprobieren. Ja. Alter, wie die den einfach zerlegt haben gerade. Warum kämpfen die überhaupt mit den Menschen zusammen? Das ist ja einfach total gemein. Wir haben ja wohl mehr mit denen gemein als... Alter, es ist einfach keine Chance. Okay, wir müssen rausfinden, welcher von unseren Affen perfekt ist für die. Ja, es muss einen geben, der die platt macht, ne? Also, das ist einfach nur... Er gibt sich echt Mühe, ne? Er gibt sich wirklich Mühe, aber er taumelt auch schon und... Autsch. Ah, okay, das war gut. Die drei haben einmal geschossen. Na gut, haben die aber nur umgelegt. Aber nee, das... Nee, der okay, ist auch kein gutes... Ja, aber ey, irgendein Affe muss doch mal dafür geeignet sein. Das ist ja einfach die pure Masse. Also, jetzt habe ich das... Vielleicht einfach viele kleine Einheiten und die so komplett auf dem Feld verteilen. Die ersten drei hatten wir auf jeden Fall schon. Dann halt auch überrannt. Das war gut. Okay, das ist gut. Siehst du? Jetzt nur noch die Bogenschützen. Ja, aber die sind echt nervig hart, die Bogenschützen. Okay. Also das, ich meine, das ist ja eigentlich echt, die drei machen richtig Alarm, eigentlich. Also die kann man, sollte man, glaube ich, nicht weglassen. So, die Shatterillas auf einem Haufen, ganz weit weg, war eigentlich auch eine gute Idee. Oh, hast du gesehen? Alter! Ja, das ist es. Und jetzt haben wir's. Das war, jetzt sind die nämlich komplett weg. Wir haben einfach zu wenig Bogenschützen genommen. Und das könnte jetzt reichen. Das müsste reichen. Ja, klar, das war die Lösung. Ich dachte nämlich immer, ich dachte, die fliegen dann weg und stehen dann wieder auf. Aber der Schaden multipliziert sich ja mit jeder Kanone, deswegen stehen die gar nicht mehr auf. Das war einfach. Ey, die sind so mächtig, die Typen. Na, endlich. Ich will jetzt bitte endlich diese. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt endlich mal hier die Triceratops mit Raketenwerfer aufsetzen. Oder was auch immer das ist. Alles und alles nur mit den Affen, ey. So, du hast auf jeden Fall noch genug Kohle, hast 250 noch. Da kannst du sehr viele von denen. Hast du immer noch genug? Wie viel Kohle haben wir noch? Ja, süß, ja. Da reicht schon noch was.
Theoretisch könnte man auch verschiedene quasi an jedem Frontabschnitt hier was anderes probieren. Zu gucken, wo es am besten funktioniert, ne? Ja, das brauchst du genau. Okay. Aber ich glaube schon, dass diese Großen sind schon die richtigen. Guck mal, wie die da zuhauen. Nein! No way! Aber der ist platt. Nee. Nee. Ja, Alter, okay. Die ja gut, die haben halt auch einfach 8 Raketenwerfer aufgerufen. Man braucht eben eine schwerwiegende Lösung für ein schwerwiegendes Problem. Ja, das ist gut, weil die nehmen den schön die Raketen weg. Das da oben sieht aber nicht gut aus. Die werden echt niedergerissen. Okay. Einen haben wir. Aber ja, wir haben einen verloren. Okay, der Eigenbeschuss hilft. Ja. Die haben selbst ein bisschen gekillt gerade. Dir darf man echt so, dir darf man nicht, das Geld darf man dir nicht einfach so reichen. Das sagt Simon. Ja, okay, zugegeben. Okay. Oh, das ist eine super Idee mit den Skimmage Rules. Ah, nee, hat nicht funktioniert. Aber oh Gott. Das ist ein Massaker. Aber einer ist, aber sag mal, hat das nicht wunderbar, hat er die nicht gerade gezogen, die Skimmies? Ich glaube, die haben sich nur hingezogen, ja, aber am Ende wurden sie trotzdem erledigt. Alter, wir können richtig viel davon bauen. Okay, das war's leider. Okay, vielleicht hat der Beschuss ja was gebracht und die sind jetzt. Oh, was halten die auch aus? Ey, ja, ja, zwei haben wir. Drei! Yes! Ja! Made it! Nimm das, Steinzeit! Ich wusste schon immer, dass du etwas ganz Besonderes bist, Zera. Wir haben jetzt, also die maximale Zeit ist überschritten. Ja, eine Sache müssen wir noch machen. Und nur zwar eine. Auf Sandbox. Nee, auf jeden Fall. Wir müssen noch einen eigenen bauen. Ja, mach noch mal schnell. Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst allen Ernstes bestimmte Basen und so zusammenbauen. Ist ja unfassbar. Das ist ja ich liebe das. Ja, ich sehe schon, du wirst ja das kaufen, ne? Das ist doch gar nicht scheiße. Können wir mit den Key für kriegen? Boah, was du alles machen kannst. Ey, das ist ja einfach nur geil. Nils, wir haben noch 10 Sekunden und du fängst jetzt an, Hörner an die Dinos anzumalen. Ich seh's! Das ist fantastisch. Weißt du, Nils, deine Freude ist meine Freude. Ja. Das ist einfach nur gut. Der kommt in keinen Luftballonladen. Alter, echt? Start. Man, Gegner. You have to claim two armies. Genau, siehst du? Ja, okay. Ey, wie geht das? Nächste Army, wie komme ich da hin? Team, du kannst unten rechts, glaube ich, Team 2. Ah ja, du hast recht. Ja. Du hast recht. Alter, du kannst bis zu 7 Teams. Team 2. Wir brauchen ja nochmal eine zweite Folge, nur mit Nils. Nochmal ein bisschen. Reptiles. Plususaurus. Start. Alter, das sieht ja richtig cool aus, ne? Wie die sich so verbeißen. Okay, nee, ich glaube, die Krokodile werden das schaffen. Meinst du, aber er hat doch Stacheln an der. Er hat ja, aber er nutzt an der falschen Seite. Oh! Die Stacheln fallen, die haben gewonnen. Ja. Krass. Aber der hat auch keine gute Beißkraft. Okay, eigentlich müssen wir eine Folge 2 machen, wo wir einfach nur diesen Modus ausprobieren und uns richtig geile Armeen bauen. Nicht, oder so. Ja, also jeder darf exakt eine Armee bauen. Genau. Das finde ich gut, so mit Ressourcen. Jeder kriegt dieselben Ressourcen. Ja. Dann bauen wir. Also ich wäre dabei, machen wir vielleicht nächstes Mal. Auf jeden Fall machen wir das. Boah, ey, ganz ehrlich, das war die beste Indie-Tonne aller Zeiten. Ich finde auch, es hat auf jeden Fall den Preis verdient für das beste Indie-Tonne-Spiel, den Tonny. Hier ist er, der Tonny. Tada! vielen Dank, das war schön. Holt euch das, oder? Holt euch das. Das empfehlen wir. Ach ja, Hubschrauber. Intro müssen wir noch machen. Ach so, nein, Hubschrauber. Wir sitzen zusammen in einem, ne? Nils, sprich doch mit mir.